liebe Tabletop-Freunde! Ja, der Timo ist hier und wir waren zusammen, ich muss hier mal so über den Tisch so schwenken, wir waren zusammen auf der Spiel und ich wollte eigentlich gar kein Geld ausgeben, ich war eigentlich nur da, um mich so ein bisschen zu informieren und ja, wie gesagt, Timo war dabei und ich weiß gar nicht, sind wir aus Zufall an diesen Stand gegangen oder kanntest du das schon? Kanntest es schon, ne? Naja, nicht so. Also wir sind eigentlich durch Zufall an den Stand gekommen. Ich wollte eigentlich was anderes zeigen. Ach so, genau, echt? Was wolltest du denn zeigen? Ich wollte eigentlich das Godslayer zeigen. Ah, okay. Na? Da waren wir gar nicht mehr. Doch waren wir, aber haben wir nur kurz gesehen. Aber wir waren schon so geflasht von dem... Was gleich kommt. Dass wir da überhaupt kein Interesse mehr dran hatten. Richtig. Und zwar, wir haben, ich glaube, wir waren dann dreimal an dem Stand, das erste Mal nur so gucken, Probespiel machen, das zweite Mal nochmal so kurz, noch einmal überlegen und dann war der Timo, glaube ich, nochmal da an dem gleichen Tag. Nee, ich weiß es nicht mehr. Aber wir haben uns entschieden. Ja. Ja, neuer Game Show hier. Und zwar Wild West Exodus. So, meine lieben Freunde, ich mache mich mal hier weg. Mega. Und dazu machen wir jetzt hier ein Unboxing. Der Timo war nämlich einen Tag später dann nochmal da. Ich glaube, der war dreimal auf der Spiel dann insgesamt. Und hat dann wie so einen Irren eingekauft. Und ich habe ihm dann abends und abends vorher noch gesagt, hier, ich steige mit ein. Finde ich mega geil, weil die Minis und alles und das Spielsystem, was ich so mitgekriegt habe, richtig cool. Und die Preise richtig geil, aber kommen wir gleich zu. Kauf mal ein bisschen. So. Da sage ich jetzt einfach mal, ich nehme die Kamera und der Timo erzählt mal ein bisschen dazu, weil der hat dann noch ein bisschen mehr Plan. Er hat sich nämlich die letzten Tage damit schon auseinandergesetzt und er ist jetzt gerade gekommen. Und ich bin schon ganz heiß drauf, diese Folie abzuknibbeln und gleich mein Stuff zu sehen. So. Ja, das ist das Zwei-Spieler-Starter-Set, das sogar bis jetzt erst nur auf der Spiel zu kaufen gab. Das ist quasi noch im Pre-Order. Haben wir so genau den richtigen Moment abgepasst. Und das ist ein thematische Box, nämlich Outlaws gegen die Lawmen. Genau, immer erkennbar diese Fraktion an diesen... an diesen Kreisen hier. An diesen Logos, genau. Und das sind Jesse James und Wyatt Earp. Bekannte Größen aus dem Wilden Westen. Und ja... Hinten sieht man, was noch so alles Geiles bei ist. Da kann man vielleicht auch schon den Style so ein bisschen erahnen. Ja, nur der gibt es irgendwie nicht so rüber wie das, wenn man es live gesehen hat. Ja, wenn man es live gesehen hat, ist es noch ein bisschen besser. Aber es ist halt so ein bisschen... es hat einen Namen, das Genre, und zwar sowas wie Weird Western. Das ist also Wilder Westen mit so ein bisschen Zusatzstuff. Es gibt also... Darf ich? Ja, mach. Also ich finde, das ist so. Ich finde, das ist eine Mischung aus... Ich habe mir Gedanken gemacht. Aus Wilder Westen natürlich. Ein bisschen Fallout vielleicht. So ein ganz klein bisschen noch. Und wie ich finde, auf jeden Fall Cowboys vs. Aliens, weil es gibt auch noch hier so geile Alien-Fraktionen, also ganz abgefahren kann. Und jetzt kommt's. Leute, meine Generation, der Timo kannte es nicht mehr, aber Marshall Brave Star, Leute. Ich sag nur Marshall Brave Star. Vielleicht kicke ich jetzt hier nochmal den Link rein, damit ihr wisst, hier so Intro Marshall Brave Star. Stark wie ein Bär, mega. Und halt so mit bionische gemachte Dingens hier, Cowboys und sowas. Deswegen super geil. Nicht zu verwechseln hier, wie heißt dieser Style, wo alles so mit Kupfer und Dampfkessel und so eine Kacke... Steampunk. Steampunk, ist es nicht. Genau, es ist kein Steampunk. Richtig. Das hat vielleicht vom Optischen her so ein bisschen was davon, so in manchen Stellen, aber es ist kein Steampunk. Es ist eher noch Wild Wild West, würde ich sagen. So, das hat es auch ein bisschen. Ja, ja. Obwohl der am Ende auch mit dieser riesen Spinne, ne? Die war ja auch schon Steampunk. Ja, so ein bisschen schon, ne? Weil mit Dampf. Ja. Ja. Nee, aber du hast recht. Also hier wird kein Dampf benutzt, sondern irgend so eine Alien-Energie, die man gefunden hat und... Ja, genau, Alien-Energie, ja. Das trifft es richtig gut. Ja. So, also, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen. Also das hier, das war eine Starterbox und ich glaube, es gibt auch nur die eine, wo diese Zusatzsachen drin sind, nämlich... das ganze Kartenmaterial, und zwar arbeitet das Spiel quasi mit so einem Kartendeck, das einem angibt, wer Initiative hat,
und wie viele Aktionen man mit jedem Charakter haben kann. Mach mal aus, weil dann kannst du ja noch erzählen, aber ja, ich dann genau. Erzähl mal diese Karten. Reiß auf. Boah, weil das so geil. Boah, Leute, ich mach's auf. Das ist so geil. Weil diese Karten sind auch richtig cool gemacht. Ich hoffe, hier sind die Karten auch drin. Ja, weil, sind die. Bei den anderen Karten, Poco, kannst du das mal machen, nicht, dass ich es kaputt mache? Haben wir nämlich gerade erfahren hier, bei diesen Charaktermodellen sind nämlich im Moment noch keine Karten dabei, aber die kann man sich aussuchen, die kommen aber noch. So, das ist schon mal geil gemacht. Das ist das Regelwerk? Genau, das ist auch ein vollständiges Regelwerk. Das ist nicht hier wie bei Games Workshop hier Mini-Regelwerk und volles Regelwerk. Oh, geil. Hier muss man zu sagen, ist in Englisch. Das ist richtig. Aber ziemlich einfach, das Englisch. Wie ihr wisst, meine Freunde, ich bin ein totaler Englisch-Nichts-Checker, so ungefähr. Ich verstehe einiges, aber spreche so gar nicht. Bei dem Testspiel, was der Thibaut mit diesem netten Herrn da abgezogen hat, habe ich so 80% verstanden. Und von den Regeln her ist es, glaube ich, noch einfacher als TNT, wer hier schon mal This is Not a Test geguckt hat. Ja. Das kommt mir recht dick vor, oder? Er hat uns eine ziemlich abgespeckte Version hier gezeigt. Nee, da sind einfach, also hinten ist ein bisschen fluff drin. Ja, also hier so Lore und so weiter, Infos über die Fraktionen. Sind 10 Fraktionen übrigens, habe ich schon mal geguckt. Also. Ja, viel Geschichte auch oder irgendwas. Das ist alles Geschichte, 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 Geschichte. Genau. Dann haben wir so ein paar Szenarien. Genau. Und dann haben wir hier quasi so ein Sonderregelverzeichnis. Ne? Also wie die Seitenzahl schrumpft und schrumpft und schrumpft. Ja, und man muss sagen, ja, es ist ja auch DIN A5. Ja. Also die richtigen Regeln hören, glaube ich, hier auf. Das sind 27 Seiten. Da kann man, glaube ich, mit leben. In DIN A5, ja. Also kann man es auf die Hälfte runterrechnen. Ja. Ja, und wenn man jetzt TNT guckt, da sind viel mehr Regeln und es ist auch total easy. Ja. Aber egal, machen wir mal weiter. Was haben wir hier noch? Dann haben wir hier Token. So, ja. Für verschiedene Dinge, die wir, keine Ahnung, später irgendwie erklären. Ja, aber man zeigt halt alles Mögliche. Und hier ist ein Maßband drin. Was ich persönlich jetzt nicht so mega finde. Richtig, ist nicht so mega, wenn man schon eins hat. Aber ich finde, wenn man einsteigt, wenn man gerade einsteigt, ist das gut. Und nichts hat, dann ist halt gut. Und ich glaube, das ist auch so ziemlich die höchste so Bewegungsreichweite. Also man kann ein bisschen weiter schießen und so, aber was sie gemacht hatten dann bei dem Probespiel, die hatten dann 2 natürlich, dass jede Fraktion einen hat. Wenn es dann um die Schussrange ging, die ging natürlich weiter als 8 Zoll, dann hat er so 2 aneinander gelegt. Ja. Aber wie gesagt, wer eh schon Tabletop macht, hat einen Maßband und dann geht das eh. Aber jetzt kommen wir hier zu dem geilen Stuff hier. Ja, das ist so mega geiles Zeug, weil die Minis sind so super. Plastik übrigens. Ja. Und der Detailgrad ist der Mega-Hammer. Und da sind so viele kleine Sachen dran. Sind übrigens alle natürlich am 3D designt, also am Computer gemacht. Ist nicht mehr handsculpt irgendwie. Die Zeiten sind, glaube ich, auch langsam vorbei. Und das ermöglicht natürlich Details. Ja. Das Moped alleine, ne? Das ist der krasse Hammer hier, ey. Stern drauf. Ja. So, guck mal, das ist sogar in Plastik hier. Schablone. Für Schablonenwaffen, gibt hier Granaten und sowas, und sind diese hier. Das sind so. Das nennt sich, glaube ich, TNT. Also nicht This is Not a Test, sondern TNT-Fässer explodieren da bestimmt. Ja, so. Gibt es Western auch. Western voll geil einfach. Ja. Mega, der gute Stuff. Ja. So. Cool, dass das so abgerundet ist. Ich glaube, das kannst du dann da. Ja, das kannst du direkt an so eine Base legen. Ja. Hier. Die Base finde ich übrigens voll cool, weil die nämlich. Viele werden jetzt sagen, oh, die kenne ich, die sind nämlich diese ätzenden Bases. Nein, es sind nicht die Bases, die ihr kennt, wo das rund ist und dann so vertieft. Es sind andere Bases. Die sehen quasi aus wie so ein richtiger Sockel von irgendeinem Ding, weil die hier so eine Einwölbung haben und so. Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Wie ein Dom. Ja, genau. Ne? Ja. Cool. So. Ja, ist also nicht perfekt, aber ich weiß nicht, vielleicht haben sie es auch nur aus Style-Gründen gemacht. Vielleicht, damit er auch größere Bases nehmen kann. Das kann auch sein, natürlich, ja. Ja.
Also dann haben wir da drin Bases für die ganzen Minis schon mal. Minis waren drin 10 Stück, ne? Genau, 5 für jede Seite. Ja. Und das sind so 600 Punkte, hat er mir, glaube ich, gesagt. Genau. Oder Dollar. Genau, in Bills oder Dollar. Und dann hat er auch gesagt, große Spiele, richtig große Spiele gehen maximal bis 1000 oder was? 1500 kann man oder so spielen. Ne? Okay. Das ist so, und man kann auch mehr spielen, aber so das Empfohlene ist irgendwas so zwischen diesen 600 und 1500. Und das ist so wohl so der beste Maßstab. Gut, Karten, davon habe ich gesprochen. Finde ich super geil bei dem coolen Spiel. Weil der Style ist. Also das Artwork ist cool gemacht. Du hast für jedes Charaktermodell ein Artwork dabei mit seinen Werten in so einem Trommel-Style, also Trommelmagazin-Style. Das sind die Kosten, also was dieses Mini dann halt kostet. Ich glaube, das ist auch hier schon so ein Boss, kann das sein? Genau, das ist ein Boss. Das ist also Jesse James, der Boss der Outlaws. Ach, das ist deiner, ne? Genau, das ist meiner. Und genau, hier oben sieht man, was alles so seine Schlüsselwörter sind, ne, wo der überall zugehört. Das Wüstenbauen interessant. Ja, Fraktionssymbol. Fortune, mega geil. Das sind diese Pokerchips, die wir hatten. Ach ja, stimmt. Die kann man dann benutzen, um noch so einen Special Move zu machen oder eine extra Aktion rauszudrücken und so. Genau. Wie einmal hinlegen oder so. Genau. Aber es war eine lahme Funktion im Gegensatz. Hat aber viel gewartet. Ja, genau. Aber der hat auch noch so Skills, die sehr wahrscheinlich so charakterspezifisch dann auch sind. Genau. Ja, dann haben wir hier die Werte. Das ist hier Bewegung. Das war Schießen. Also Aim. Guts ist quasi der Verteidigungswert. Das ist Nahkampf. Das ist, wie viel Aktionen der benutzen kann. Ne, weil selbst wenn du irgendwie eine Karte hast, die 5 Aktionen dir bringt, kann er nur 3 echte Aktionen machen. Ne, und die anderen Aktionspunkte kannst du halt benutzen, um so Specials zu aktivieren. Genau. Dann weiß ich gerade gar nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwie Moral oder so. Genau, das ist hier. Der Bruder. Jo, sein Bruder, Frank James. Hier hat man Waffen. Ne, steht alles drauf. Das finde ich total gut. Anders als bei... überall, hast du hier direkt drauf, welche Waffen der benutzt und welche Waffen der benutzen kann. Ne? Hier Reichweite, ist hier Nahkampfangriff, Reichweite, welche Rüstungsdurchdringung und wie viel Würfel du benutzt. Bei AOS hast du das übrigens auch. Muss ich jetzt leider ja. Ah, okay. Also, ne? Das ist aber dann... Aber bei Dings haben sie es nicht gemacht, bei dem 940K haben sie es nicht gemacht. Ja, weil du da ja auch, sag ich jetzt mal, Marines so spezial wieder ausrüsten kannst, was er hat und hin und her. Also der hat halt das, was er hat. Ja. Dafür ist es auch der Charakter. Entweder nimmst du ihn oder nimmst du ihn nicht. Also so ein bisschen echt Wilden Westen. Also sag ich jetzt mal, Billy the Kid war halt jung, konnte schnell ziehen und hatte halt sehr wahrscheinlich immer seinen Lieblingscolt. Und so ist das hier halt auch. Du kannst ihm jetzt nicht sagen, der kriegt eine Gatling oder so. Sondern der hat das, was er hat und dadurch ist er halt geil drauf oder passt in die Band oder halt nicht. Ja. Genau, und hier hinten hat man quasi so die ganzen Sonderregeln, die haben. Ne? Das sind hier so die einfachen Regeln und dann so seine Specials, ja, Sachen, die ihm erlauben, quasi zweimal zu schießen in einer Aktion und sowas. Ja. Oh, das hier, das erinnert mich wirklich an Marshall Bravestar. Also das Ding hier, das... ist fast 1:1 da wie der Bösewicht. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, verdammt. Vielleicht schreibe ich es hier rein, weil dann werde ich es bis dahin mal rausgegoogelt haben. Der Bösewicht bei Marshall Bravestar hatte auch so ein Ding, ist fast so ein Teil, wie sagte Dennis, ich habe mich mit dem unterhalten, mein lieber Dennis aus München sagte, es ist sowas ähnliches, so ein Antigraf-Moped wie bei Star Wars in dem Wald. Ah ja, die... Endor ist der Waldplanet. Ja, aber genau. Wie heißen die Bikes nochmal? Verdammt. Ja. Normalerweise kenne ich mich so aus mit dem Scheiß. Ja, normalerweise kennen wir uns aus mit dem Scheiß. Heute nicht. Vielleicht schreiben wir das auch rein. Ja, schreiben wir auf jeden Fall rein. Ja. Oder ihr schreibt runter, wie diese scheiß Bikes heißen. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Die sind auf jeden Fall sehr cool. Ja. Okay. Ja. Dann gibt es hier so Hunde. Kanon. So Robo. Genau, so Canines, so Robo-Hunde. Ja. Kannst du mal vielleicht mal was von meiner Fraktion zeigen? Ja, immer ich arbeite nicht gerade durch. Order. Ach nee, Order ist es ja gar nicht. Doch, ist Order, ne? Nee, Outlaw. Outlaw, genau. Ja, da sind jetzt deine Dudes. Ja, geil.
Wyatt Earp mit einer mega krassen Kanone, Durchdringung von 4. Das ist, glaube ich, das Stärkste, was es gibt an Durchdringung. Oh, cool. Ja. Wusste ich gar nicht, dass er was hat. Sieht man aber auch hier, dass er hier so nicht zwei hat, sondern so eine mega. Genau, der hat so eine richtig eine dicke Magnum. Yeah. Schießt Häuser. Hier Doc Holliday, der beste Buddy. Geiler Typ. Ja. Auch hier mit der Maske und so. Ne? Der ist ja staubig, ne? Ja. Im Wild West. Ja. So, hier sind deine Bikes. Ja, das finde ich, da bin ich auch echt mal gespannt, wie man die spielt. Die hast du ja nicht gezockt in dem Game. Genau, die hatte ich nicht gezockt in dem Testgame. Aber die haben halt eine etwas höhere Reichweite. Ich habe schon ein Szenario. Ja. Ich hab, weißt du, wo ich gerade dran gedacht habe? Du bist ja reingekommen und hast gesagt, wir brauchen auf jeden Fall einen Zug. Genau, einen Dampflok. Und wie ist das, wenn der fährt und wir müssen erst mal mit dem Bike so nebenher, wie früher mit den Pferden und richtig. Dann irgendwie rüberspringen. Und dann rüberspringen, ja. Ja, genau. Genau, da sind hier deine Hunde. Das sind im Prinzip die gleichen, glaube ich. Was kostet so ein Bike? Nur mal zum Verhältnis, was das war das? 90. Geht sogar. 90 Punkte. Ja. Genau, und so ein Boss. Das ist halt so ein Mega-Killer, kostet 230, ich glaube deiner auch. Deiner ist sogar noch teurer. Deiner ist sogar noch dreckiger. Ja, was war denn der Move-Wert von denen? Hier, Quickness. Okay, und der hatte da bei dem Bike 9. Hat 9. Okay. Ich will mal wissen, was das bedeutet. Also hier, dass er jetzt das Peak hat, ob das auch irgendwas so, ja, das ist unique, das heißt, du kannst nur einen davon aufstellen. Mhm. Macht natürlich auch Sinn, weil es halt ein Charakter ist, ne? Hier Bikes kannst du so viele mitnehmen, wie du willst. Aber wenn er unique ist, einzigartig ist er halt. Oh, das heißt, er kann gar nicht mit seinem Browser los? Doch, du kannst nur nicht. Ich kann nicht zweimal Jesse James spielen. Ach so, okay. Ja, also du kannst nicht nur einen unique Charakter mitnehmen, sondern jeder unique Charakter kann dann nur einmal dabei sein. Das, ne? Ist ja klar. Ist ja klar. Jetzt wird's dreimal Gandalf bei Herr der Ringe oder so. Richtig, genau, ist ja auch Quatsch. Ja. Genau. Okay. Ja, cool. Ja, genau so. Quasi so Referenzkarten, wo nochmal kurz alles draufsteht. Und was man zeigen kann, ist quasi, das ist die Informationskarte dazu, wie man seine Armeen zusammenstellt. Und zwar funktioniert das so, also sieht auch sehr geil aus hier, hast du quasi 7 Slots, in die du Figuren stecken kannst. Und der erste Slot in der Mitte, also der Boss-Slot, wird immer vom Boss eingenommen. Und dann musst du der Reihe nach diese Slots füllen, wenn du mehr Einheiten mitnehmen willst. Na, also du musst als erste Einheit, wenn du hier diese Outlaw-Faction-Posse spielst, musst du also, jetzt kann ich nichts mehr lesen. Oh, sorry. Kein Problem. Musst du also so ein Mercenary-Face mitnehmen. So ein Face, das steht mal dann, kann ich hier mal zeigen. Ist dann hier, der ist Face und Mercenary oder Mercenary-Hands. Das sind dann... So ein Attack-Bike zum Beispiel, das ist hier das ist ein Support, die Hunde, die sind Hands und Mercenary. Hands sind quasi die Standards, ne? Genau, das sind so Handlanger. Ja, genau. Die Roadies. Genau. Ja, und dann arbeitest du dich so durch. Und was interessant ist, es steht immer and or drin, das heißt, du kannst in einen Slot 2 Einheiten reinstecken. So, 2. Ja. Und um quasi in eine Posse mehr Leute mitzunehmen, falls du nur einen Boss haben willst. Weil wenn die Posse voll ist, dann musst du quasi den zweiten Boss nehmen, um einen neuen Armeeplan quasi aufzustellen. Alles klar, also quasi zweites Standardregiment. Genau. Wie bei früher bei 40k oder richtig. So. Richtig. Ah ja. Und was halt mega cool ist, du kannst auch immer thematische Posses mitnehmen. Das ist ja also so eine Theme-Posse, die sich Honor Among Thieves nennt. Und da hast du also noch mehr Detailinfo und Möglichkeiten, die mitzunehmen. Und wenn du die voll machst, kriegst du so eine Bonusregel. Ne, die bekommen also hier die Prejudice-Regel, die dir so einen Bonus gibt. Quasi erinnert mich wieder 7. Edition Formation. Vielleicht so ein bisschen, ja. Ne? Genau. Also 40k, 7. Edition, da gab es ja zum Ende diese Formation. Ja. Hast du das und das gestellt, was weiß ich, 3 Whirlwinds oder so, kriegst du nochmal die Sonderregel oben drauf oder diese Einheit umsonst, genau. Etc. Bla. Ist so ein bisschen hier auch in dem Style, aber... Ja. Und es gibt halt für jeden Boss so eine thematische Posse. Ja, das wollte ich mit aber sagen. Ich glaube, das ist hier so ein bisschen dann nicht einfach nur eine Formation, sondern
Da hat man vielleicht auch versucht, so ein bisschen mehr Geschichte reinzubringen, genau. Weil man sagt, das ist so die historische Gang oder so. Und richtig. Weil die zusammen so harmoniert haben, kriegen die den und den Style. Genau, und sowas. Genau so ist das. Ja, geil. Ja. Ja, coole Karten, aber es ist ja noch nicht alles. Genau, hier haben wir noch einen. Noch mehr Karten. Da ist dieses Action-Deck, das wir vorhin kurz angesprochen haben. Mal gucken, wie der Streifen ist. Mach ich das auch mal. Die Karten muss man übrigens nicht kaufen, die kann man sich alle runterladen, kostenlos. Ne? Gibt es im Internet. Ne? Einfach zum richtig. Ausdrucken. Die sind dann noch so in den Startlöchern, deswegen alles sehr, sehr günstig im Moment noch. Ja. Aber wir wollten das natürlich direkt so haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, weil, was hat das jetzt gekostet? 39 Euro. Ja, für Regelwerk und 10 Minis. Hallo. Ja, und ganz Zubehör. Ja. So, und zwar gibt es quasi zwei Kartendecks, von denen jeder eins hat. Dieses Format liebe ich, dieses kleine Mini-Format. Ja. Das ist, finde ich, total geil. Ja. Und das eine, das ist hier quasi so eine Art verdeckte Missionendeck. So kann ich das vorstellen. Aber es ist halt nicht nur ein verdecktes Missionendeck, sondern du kannst es auch immer als Zusatzaktionskartending benutzen. Na, also zum Beispiel, diese Karte wird sagen, hier, okay, Glory, wie kriegst du einen Zusatzpunkt, indem du eine Hands Unit abknallst. Dann kriegst du einen Siegespunkt. Oder aber du kannst entscheiden, dass du hier den Guts-Modus aktivierst, dieser Karte, und dann bekommst du dieses Symbol. Und das war, dass du eine andere Einheit, also nachdem du deine Aktivierung gemacht hast, darfst du direkt eine andere Einheit aktivieren, anstatt dass der Gegner dran ist. Und da gibt es halt verschiedene Sachen, die geben dir eine extra Aktion oder die füllen dein Fortune wieder auf. Und Fortune ist das, mit dem ich Spezialsachen machen konnte. Ja. Voll cool. Ja, ist auf jeden Fall richtig cool. Also da sind wir auch dann hoffentlich schnell dabei, dass wir das erste Testspiel mal hier zeigen ja. können. Weil das wird da sehr wahrscheinlich dann noch besser zu erklären sein. Das kriege ich jetzt natürlich nicht auf. Aber das ist das sogenannte Action-Deck. Damit wird bestimmt, wer hat Initiative und wie viele Aktionen hast du. Also das zum Beispiel ist eine 3 mit 25 Initiativwert. Das ist schon recht hoch. Das ist recht hoch, aber sagen wir, das ist so das Mittelfeld, weil die Karten gehen von 1 bis 48 und es gibt eine Aktion, zwei Aktionen, drei Aktionen, vier Aktionen und eine einzige Fünfer Aktion, das ist die Karte 48, das ist so die Megakarte, und wenn du die hast, dann kannst du richtig viel nutzen. Und das ist so, das ist ja jede Runde wird gezogen ja. und wer den höheren Wert hat, hat die Initiative. Hat die Initiative und kann dann sofort diese Punkte einsetzen, ne? Der zieht dann noch eine separate Karte für Aktionen. Ach, okay. Genau. So, und was halt interessant ist, die niedrigen Karten haben weniger Aktionspunkte und die hohen Karten haben mehrere Aktionspunkte. Mhm. Das heißt, wenn du eine gute Initiative ziehst, verlierst du gleichzeitig auch eine starke Karte, die dir vier Aktionsmöglichkeiten gibt. Es hat so ein bisschen was vom Poker, wo du dann nachhalten musst, welche Karten waren schon im Spiel genau. zum Beispiel. Ne? So ein ja. bisschen so, oh warte mal, die ist schon gelaufen. Das heißt, wenn der die schon gezogen hat, wird die sehr wahrscheinlich in seinem Deck nicht nochmal kommen, weil sie ja. ist nur einmal da. Ja. Hast du halt höhere Chancen, halt darauf zu reagieren. Genau, also man kann sich das halt so, man kann halt damit arbeiten, ne, mit den Informationen, die man dadurch hat. Ja. Oh, sehr schön gesagt. Man kann damit arbeiten mit den Informationen, die man dadurch hat. Ja, sehr gut. Ja, Würfel. Ich finde diese Würfel sehr geil. Ja. Wie ich jetzt schon finde, glaube ich, viel zu wenig. Ja. Oh, wir brauchen mehr Würfel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob du mehr als 4 Würfel brauchst. Ja, aber die sind geil, weil da ist auch dieses Zeichen drauf. Ja. Oder mehrere Zeichen. Genau, hier diese. Das sind W10, ne? Genau, das sind W10. Ja, das ist der Crit. Und das ist die 1. Richtig? Oder andersrum? Ich weiß es nicht. Mal gucken, würde immer 9 ergeben. Ich würde sagen, du hast recht, weil die 1 ist auf der Seite, die 2 ist nämlich immer ja, auf der. Ne? Genau. Ja, cool. Schöne Würfel. Würfel ja. kennen wir alle. Würfel gehen immer.
Genau, Würfel gehen immer. Kenn ich genug Würfel. Genau, haben. Würfel sind immer geil. Und man weiß ja auch, man hat ja seinen Lieblingswürfel, dann sagt man, oh ja, das Set ist, sieht geil aus, würfel aber scheiße, oder das Set sieht scheiße aus, aber macht unheimlich viele geile Sechsen oder Zehnen oder weiß ich nicht. Ja. Genau. Ja, das war die Box. Weil wir aber zusammen anfangen wollen, haben wir uns nochmal nur die Regelbox geleistet. Genau, weil hier nochmal die Karten drin sind. Ich glaube auch nochmal Würfel, nochmal Schablonen. Das ist quasi das ganze Zusatzmaterial, ist hier quasi nochmal drin. Ohne Minis. Genau, ohne Minis. Ja. Und genau, kostet dann weniger, 23 Euro. Ja. War nämlich auch erst die Überlegung, ob ich so starte, nur das Set mir zu holen und dann eine andere Fraktion als Lawman. Als Lawman. Aber dann habe ich abends dann nochmal geguckt, weil wie gesagt, man kann hier nur mit Lawman und Outlaws starten. Und die anderen Fraktionen müsst ihr mal gucken unter wildwestexodus.com ist das, glaube ich, oder sowas, oder org. Die anderen Fraktionen alle so geil und so geile Charakter dabei, deswegen konnte ich mich nicht entscheiden. Aber ich bin jetzt doch da geblieben, weil Marshall Braves da. Und ja, deswegen hat sich das angeboten. Oh, nochmal. Ja, schön. Mal. Mit einfach da gleich drin sein. Ja. Band. So, nochmal Würfel. Genau. Ja, so gleiche Kram nochmal drin. Ja. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja, also der Plan war ja erstmal, dass wir nicht übertreiben. Ja. Ich habe mich dran gehalten. Ja, ich gebe es zu. Der Tobi. Immer. Thibaut, Tobi, Thibaut, so wird er geschrieben. Tammo. Ihr hört doch mal alle auf mit diesen T-Namen. Also pass auf, hier, ich habe dann gesagt, weil hier nur 5 Modelle für mich drin sind, bring mir doch nochmal, so bescheiden wie ich bin, ein kleines Paketchen Standard mit. Also das sind echt die billigsten Standard, noch nicht mal mit Bionic oder irgendwas, es sind einfach nur so ein paar Dudes, so ein paar Hilfs-Sheriffs, Marshals hier, irgendwie sowas. Und da habe ich schon gedacht, boah, geiles Set, ich starte hier voll durch, aber dann... Ja, ich dachte mir, muss ich mir natürlich auch so ein Set kaufen, ne? Ja. Hat man natürlich auch die billigen genommen, nicht mit fetten Waffen und Rüstungen und so weiter, sondern so die Standard-Dudes. Auch oh, hier mit der Melone, so mega ja. Geil. Voll. Hier, der gerade nachlädt, das ist so ein mega geiler Skalp einfach. Die sind alle cool hier auch. Eher vollschäffig, mitten auf der Kutschenstraße, so links und rechts, die Ganoven, was geht? Ja, mega. Ja. Aber da ich mich ein bisschen mit den Regeln und dem Bauen von Banden beschäftigt habe, konnte ich einfach nicht umhin einen ganzen Satz Charaktermodelle kaufen, die einfach so geil aussehen. Und da ich ja Jesse James habe, muss ich natürlich auch James Younger Bande aufbauen. Also habe ich die ganzen Younger Charaktermodelle mitgenommen. Und dann noch ein paar andere, die ich cool finde. Ja, genau. Und noch ein paar andere. Ja. Also eher voll im Enrage-Modus. Hat natürlich aber auch einen geilen Preis für uns erzielt. Ja, richtig. Ne? Muss man ja sagen. Hast du sehr gut gemacht. Ja. Die haben mir 25 Euro Rabatt gegeben. Ja. Boah, leck mich am Arsch. Das ist auf die Menge hier richtig cool. Ja. Soll ja nur ein Unboxing werden. Was ich jetzt eben noch kurz zeigen möchte. Wir hatten ja gerade davon gesprochen, wir haben ja die Charakterkarten. So. Sind ja bei jedem dabei. Um Geld zu sparen, hat der Timo mir gerade nämlich erzählt, sind die bei diesen ganzen Boxen nicht dabei. Was aber jetzt nicht ultra schlimm ist, soll wohl bald kommen, aber die sind halt noch in der Startphase und dafür finde ich das jetzt schon mal ziemlich geil, also stylisch und gute Qualität und sehr stimmig alles. Das ist so zweiseitig. Einmal hier die Skills bzw. die Spezialfertigkeiten und einmal so, was ja sonst so seine Moves und Wert hat. Kannst du aber in diesem Artwork runterladen. Und zwar sieht das dann nämlich so aus. So sieht die PDF dann aus, zu jedem Charakter, auch in dem gleichen Style. Die kannst du dann ausdrucken, so werden wir es auch machen. Und wir werden es nicht machen, dass wir dann beidseitig, also Duplex drucken und dann hast du so und dann laminieren, sondern wir werden das sehr wahrscheinlich genau so machen, dass wir nachher eine laminierte Karte haben mit dem Charakter und direkt daneben die Special Rules. Und dann hat man das also auch dabei.
Also ist da so ein bisschen Home-Bastelarbeit noch ein bisschen mitgetan. Finde ich aber jetzt nicht so schlimm, weil wenn ich mir überlege, dass jetzt dieser Karton hier, was war das, 23 Euro ja. Für 10 Minis? Ja. Hallo? Richtig, sagen. Nee, das ist richtig geiler Preis. Und dann lade ich mir die runter und druck mir die aus. Der Vorteil ist auch, haben sie mir erzählt, dadurch, dass quasi das Hauptregelwerk online ist, ist es total einfach, die Karten regelmäßig zu aktualisieren. Mit Updates, Regel-Updates und so. Und der tatsächliche Plan ist, dass quasi für die Leute, die also Bock auf so Karten haben und so, und das auch so geil haben wollen, soll irgendwie immer Anfang oder Ende des Jahres mit der aktuellen Version so ein Deck rauskommen, wo all diese Karten drin sind. Ah, okay. Das hat der Typ dir nochmal erzählt. Genau, das hat der Typ mir erzählt, weil ich nachgefragt hatte. Und ja. Ja, cool. Ja, also das ist auf jeden Fall hier das Unboxing, würde ich mal sagen, gewesen. Und ich werde jetzt hier gleich mal anfangen, ein paar Modelle aufzubauen, weil ich da Bock drauf habe. Also viel Kratzen ist da, glaube ich, nicht. Das ist... Also ganz wenig, minimal mal so ein Grat dran. Ja. Oh, ist ja cool. Also das wird echt ein Knaller. Ja, und dann versuchen wir so schnell wie möglich hier mal das auf die Beine zu stellen. Ich werde hier mit dem Tivo ein bisschen das Gelände von This is not a test benutzen, weil das ist ja schon so Wild West mäßig. Wir haben aber jetzt schon festgestellt, dass wir noch Gelände kaufen müssen und bemalen müssen und machen. Aber es ist gut, weil dann haben wir ein neues Projekt. Und ja, wie das dann so kommt, werden wir euch dann zeigen. Wir werden jetzt uns erstmal hier verabschieden. www.wildwestexodus.org, meine ich, ist es ganz sicher. Guckt euch das an. Sonst googelt einfach Wild West Exodus und oder genau. Tivo hier, der hat es doch wieder. Das muss doch hier stehen. Bestimmt steht hier eine Adresse. Nein, wildwestexodus.com, nicht org. Na, und ja, guckt es euch an, zieht euch die ganzen Sachen rein, ladet euch dieses Regelwerk, ist alles umsonst. Und ja, wir sehen uns dann und sagen mal tschüss. Ciao.